Planeten 48 verglast. Es war eine UNSC-Kolonie, aber wir sind nie zurückgekehrt. Wird von einem Privatunternehmen geleitet. Sie beseitigen das Glas, machen ihn wieder lebenswert. Warum nehmen wir nochmal den Lift? Alles sich so gehört. Ich bin in einer Kolonie wie Meridian aufgewachsen. Die Leute hier wollen nicht, dass das UNSC einfach so in ihrer Stadt landet. Sie sehen das als Akt der Aggression. Apropos Akt der Aggression. Das sind Blutsväter-Schiffe. Was zur Hölle machen die Blutsväter hier? Vielleicht sind noch mehr Leute hinter dem Master Chief her. Wer auch immer da in meinem Lift ist, identifizieren Sie sich. Hier spricht Spartan Jameson Locke, UNSC. Schläger, allesamt. Und mit wem spreche ich? Hier ist Governor Sloan. Und Sie können... Der Governor wollte wohl keine Hilfe. Er kriegt sie so oder so. Spartans! Was zur Hölle machen Spartans hier? Was geht hier vor? Die Meridian-Station wird angegriffen. Sloan versucht Widerstand zu leisten, aber ich habe da oben Familie. Sie sind unbewaffnet. Osiris, die Leute der Station brauchen unsere Hilfe. Was sind denn das für Dinger? Sloan, alle Verteidigungspositionen. Die Station gehört? Keine Panik. Station wird angegriffen. Jetzt beruhigt euch. Meridian-Zentrale. Öffnen Sie die Türen zum Weltraumlift. Es wurde überrannt! Machen Sie auf, dann können wir helfen. Verflucht, Kyle, na schon! Na schön! Basis ist abgeriegelt, nichts zu machen! Die Sicherheitssysteme müssen doch abschaltbar sein! Ja, die Bedrohung ausschalten, dann endet die Abriegelung. Bürger von Meridian, greifen Sie zu den Waffen und verteidigen Sie unsere Heimat gegen diese Aggressoren. Auf zur Kontrolle. Aktivieren Sie die automatischen Geschütze. Wir versuchen es ja, aber die Tür zum Sicherheitskonzern. Automatische Geschütze könnten nützlich sein. Panzerung steht still! Ob es überhaupt machbar ist.
Wir haben nur geholfen. Ihre Leute haben viel geleistet. Wir sind umzingelt. Tore sind offen. Alles okay, Tanaka. Danke.
Danke für die Hilfe. Seht ihr den großen Soldaten da? Kann losgehen! Hinter der Brücke, näher an der Stadt, gibt es noch mehr, die ihre Hilfe brauchen. Wir kümmern uns darum. Na gut, ich öffne sie. Ruf, wenn du was siehst. Verlasse den Mordraum! Du bringst uns hin, ich knall sie ab! Die Soldaten können fahren? Spartans, meine Leute bei der Werkstatt brauchen ihre Hilfe und vielleicht wartet ja auch ein Skorpion auf sie. Die haben einen Panzer? Warum haben die einen Panzer? Geschenkter Gaul, Vale. Hab einen! Lass sie nicht entkommen! Knall sie da! Zur Werkstatt. Billy wird ihn aufmachen. Spartans? Heilige. Billy, die werden sich ihr Spielzeug ausborgen müssen. Was? Sie können damit mehr anfangen als sie. Wie sind die an den Skorpion gekommen? Das ist UNSC-Eigentum. Sicherheitsdienst. Private Sicherheitsfirmen sind auf den äußeren Kolonien keine Seltenheit. Zu schwere Bewaffnung, aber schon. Martin, gib sie! Der Springer ist tot! Das muss sie uns vom Hals halten! Die Feuer gezielt auf meinen Schützensitz! Spartans, Sie sind jetzt in der Nähe der Meridian-Station. Könnten Sie zwischen Ihrer Position und der Stadt etwas aufräumen? Natürlich, Governor. Wow, ging schnell von runter von meinem Planeten zu. Können Sie mir helfen? Wenigstens spricht er mit uns. Ist ein Anfang. Bring mich da ran! Ich kann von hier aus keine Ziele mehr entdecken. Gebiet sichern, Osiris, damit ihr das Tor öffnen könnt. Wir haben schon oft Prometheaner gesehen, aber es gab immer ein Blutsväter-Element. Ja, und? Meridian war vollständig besiedelt. Keinerlei Berichte von Blutsväterfunden. Aber was wollen die Prometheaner dann hier? Deswegen frage ich doch. Hörst du mir eigentlich zu? Du würdest wunderbar mit Veronica auskommen, Vale. Was ist das? Sind wir jetzt sicher? Ah, Mist. Da kommen sie! Bring
nicht aufrichten. Hätten sie es geschafft. Hätte mir nie träumen lassen, dem UNSC mal für was zu danken, aber... Vielen Dank, Spark. Kommen Sie rein. Gehe zu Fuß weiter. Governor Sloan, könnten wir uns wohl unterhalten? Kommen Sie in die Stadt, dann reden wir. Ich hoffe, Sie wollen keinen Ärger machen. Wir sind gleich bei Ihnen. Tanaka, was für eine Begrüßung können wir hier erwarten? In so einer Randkolonie? Keine allzu freundliche. Am besten Waffen senken und die Finger davon lassen. Alarmbereitschaft aufgerufen. Die Beratingstation ist sicher. Was auch immer das für Dinge sind, sie haben sich offensichtlich zurückgezogen. Ein paar Brände. Nicht so mit mir nicht korrekt. Wenn Sie verletzt sind, gehen Sie zu Dr. Kehl. Wenn Sie jemanden in Not sehen... Ist das Governor Sloan? Also regeln wir das auch wie eine Familie. Außerdem sollen alle wissen, dass Schwuler Wampel Hilfe vom UNSC erhalten haben. Seine Leute sind mit meiner Erlaubnis hier in der Meridian-Station und sie haben vielen von uns das Leben gerettet. Sie werden so schnell wieder gehen, wie sie gekommen sind. Aber bis sie weg sind, behandeln wir sie genauso wie Lianken und Mitarbeiter. Jeder, der ihnen dumm kommt, wird sich vor mir dafür verantworten. Verstanden? Er ist eine KI. Was ist los mit ihm? Er sieht defekt aus. Ein Anfall von Wahnsinn, wohl im Spätstadium. Opfert wahrscheinlich Auflösung für Logikzyklen. Ich habe Sie in meinem Zuhause empfangen. Seien Sie nicht so unhöflich, meinen Zustand zum Gesprächsthema zu machen. Natürlich, Governor. Verzeihung. Wir suchen nach einem anderen Spartan-Feuerteam. Warum sind so viele Spartans hier? Warum jetzt? Andere UNSC-Agenten sind mir hier nicht bekannt, aber sie haben sich meinen Leuten gegenüber anständig verhalten. Sehen Sie sich um, aber machen Sie schnell. Governor Sloan, Ende. Also, wo fangen wir an? An so einem Ort erfährt man am meisten von den Bewohnern. Halte die Ohren offen und lass die Leute reden. Was ist drüben beim Funkturm passiert, Ed? Ein Signal von einer Station kam durch. Notruf. Aber dann stand der Turm in Flammen und... Okay, Ed, entspann dich. Dein Schmerzmittel sollte gleich wirken. Wir hörten Rufe. Dass irgendwas aus den Höhlen kommt. Dann Schreie. Dann nichts mehr. Hast du noch was gehört? Andere Übertragungen? Mehr war da nicht. Das Signal war dann tot. Wir konnten nicht antworten. Überall war Rauch. Du wirst schon wieder. Governor Sloan kümmert sich um alles. Die Brandwunden dürfen sich nicht infizieren. Ich sage, wir hauen ab. Aber auf mich hört ja keiner. Wir könnten vielleicht helfen. Von wo wurde die Übertragung gesendet? Ist das zu fassen? Das UNSC stürzt sich auf uns, um unser Land zu stehlen? Ich sag Ihnen was. Unsere Leute in Apogee sind zäh. Die werden so schnell keine leichte Beute für euch, Geier. Halt, was hat er gesagt? Apogee? Ich glaube, da müssen wir hin. Ich bin letztens ziemlich tief runtergekommen. Hab mich durch die Überreste eines Waldes gearbeitet. Ich schneide also durch das Glas und stehe plötzlich in einer natürlich geformten... War sonst noch jemand am Außenposten? Nur ich. Ich hörte, dass wir hier angegriffen werden, nahm einen Mongoose zurück. Als ich aufbrach, flog dieses Schiff echt tief in die andere Richtung. Wie war sein Kurs? Es flog Richtung der Station. Und zwar schnell. Das finden wir schon raus. Was glaubst du, was die da vorhatten? Nichts Gutes. Ich dachte, ich sollte am besten Sloan informieren. Bleib ruhig, Carter. Ich rede mit Governor Sloan. Mal sehen, was er sagt. Sie haben ein Schiff gesehen? Irgendeine Kennzeichnung? Pech gehabt, UNSC. Nicht mein Problem, wenn eure Kumpels euch nicht verraten, wo sie parken. Ihr solltet wohl eure Ladezonen synchronisieren.
Habt ihr das gehört? War wohl wirklich ein UNSC-Schiff. Also wurde Apogee angegriffen und ein UNSC-Schiff flog dahin. Sucht ein Netzwerkterminal. Ich will mehr über Apogee wissen. Artemis sollte ein geeignetes Netzwerkterminal finden. Los. Bei uns sieht alles normal aus, Governor. Ja, die gesamte Hardware ist okay. Was zum... Ich bohre noch ein wenig nach. Zugriff auf Terminal. Habe ich Ihnen gestattet, hier herumzuschnüffeln? Ihre Leute haben ein UNSC-Schiff draußen bei der Apogee gesehen. UNSC bei Apogee? Warum treibt ihr euch überall auf meinem Planeten rum? Mit Ihrer Erlaubnis würden wir Sie das gern persönlich fragen. Auf dem Landeplatz der Meridian-Station steht ein Frachtpelikan. Damit kommen Sie am schnellsten nach Apogee. Das wissen wir zu schätzen. Das glaube ich Ihnen. Ist wieder an der Schweißnaht gerissen. Die nächste Lieferung ist schon geplant. Was hast du mit den Biopack-Saat-Containern gemacht? Rein in den Pelikan.